Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Weiter geht unsere Reise. Wir haben beim letzten Mal bereits den dritten großen Farbstern bekommen und somit in der Holunderpassage etwas freigelegt, beziehungsweise etwas eingefärbt, und zwar das Wasser. Und somit kann der Kapitän doch normalerweise gerettet werden. Und eventuell können wir dann sogar in See stechen. Das wäre doppelt gut. Weil wir haben hier natürlich den kleinen Farbstern noch nicht bekommen. Hoffentlich wird's jetzt was. Schön wär's. Gut. Gegner sind besiegt, bleiben besiegt. Das haben wir auch schon vor einigen Parts hinbekommen. Und war auch eine spaßige Angelegenheit. So, ich habe auch nochmal offscreen ein paar Karten geholt im Kartenladen. Weil wir, wie gesagt, auch out of Feuerblume, Eisblume und so weiter waren. Es ist Mario! Das stimmt. Danke, dass du dem Meer die Farbe wiedergegeben hast, Mario. Kein Problem. Dank dir ist der Captain wohlbehalten zurückgekehrt. Captain, Mario ist hier! Oh. Wir müssen den gar nicht mehr retten. Na gut. Guckt auch sehr grimmig. Ah, du bist also dieser Mario. Jener Mario, der dieses Schiff, diese Toads und mich gerettet hat? Ich danke dir bei meiner Ehre als Captain. Ich wünschte, ich könnte dir mehr anbieten. Danke. Kein Problem, Captain. Jetzt, da das Meer seine Farbe wieder hat, kann das Schiff endlich in See stechen. Wollen Sie das Steuer übernehmen? Der Captain und wir Seeleute werden auf diesem Schiff über das tiefe blaue Meer segeln. Wir suchen eine Insel, die sich im Holunder-Atoll befinden soll. Die Schatzinsel, ein mystischer Ort voller legendärer Reichtümer. Schatzinsel, ja. Im Holunder-Atoll gibt es noch viele unerforschte Ecken. Vielleicht finden wir dort sogar Farbsterne. Ich muss euch Landratten warnen. Das wird keine Kreuzfahrt. Denn um zum Holunder-Atoll zu gelangen, muss man die Irrsee überqueren. Wie man das anstellt, willst du wissen? Das müssen wir noch herausfinden. Es heißt, dass man in der Irrsee von rechten Weg abkommt. Dass der Nebel einem den Verstand raubt. Niemand kehrte je von dort zurück. Das klingt lustig, aber dort muss es einfach Farbsterne geben. Mario, bevor wir losfahren, müssen wir herausfinden, wie man die Irrsee überquert. Sehen wir uns um. Das wäre sehr hilfreich. Lasst es mich wissen, wenn ihr etwas gefunden habt. Das hört sich ganz nach einem Rätsel an. Die Irrsee zu überqueren. Und wie kommen wir an die Informationen ran? Der Laderaum ist die Treppe runter. Er ist allerdings etwas unordentlich. Okay. Ist das vielleicht ein Hinweis, dass wir dort hinein sollen und gucken sollen? Wir waren noch nicht da drin. Insofern kann sein, dass es dort was Schönes gibt. Wer weiß das schon? Was? Moment. Irgendwas klebt da. Was ist das? Logbucheintrag Tag 1. Tag 1, Kurswechsel hinter dem lachenden Pilz. Wer zuletzt lacht? Lachender... Das ist bestimmt ein Rätsel. Ich wette es. Da hat sich doch wer auf dem Papier Notizen gemacht. Vielleicht hilft uns das auf dem Weg durch die Irrsee. Zeigen wir es dem Captain. Du kannst die Inhalte jederzeit unter Items im Menü ansehen. Okay. Sollten wir uns vielleicht merken. Und hier ist was zum Einfärben. Das sieht man auch eindeutig. Na? Geht doch. Gut. Und... Noch ein Rettertod. Das auch noch. Blauer Rettertod Nummer 1, bereits im Einsatz. Ab zum Rapport beim Anführer. Warum war der in der Kiste? Hat das irgendeinen Grund? Na egal. Logbucheintrag Tag 2. Tag 2, heute gut gelaunt. 70 Punkte zu erreichen hat wesentlich zu meiner guten Laune beigetragen. 70 Punkte, lachender Fels, 70 Punkte... Das muss noch wichtig sein. Und hier ist noch was. Logbucheintrag Tag 3. Habe den Pilz erzürnt und vor Schreck auch noch das Steuerrad verrissen. Okay. Sehr mysteriös. Oh. Mysteriös. Tag 4. Münzen haben uns den Weg gezeigt, aber erst mussten wir mindestens 25 von ihnen sammeln. Das kann ja ein lustiges Level werden.
Oh, hier ist noch ein Dings. Ein Thunder-Dings. Interessant. Irgendeine Batterie. Batteriekarte erhalten. Erhält genug Energie, um damit kleinere Haushaltsgeräte zu betreiben. Brauchen wir die auch noch hier? Es scheint fast so. Und da hängt noch so ein Eintrag. Aber da komme ich so... Ah doch. Tag 5. Was für ein Nebel. Wir müssen der Richtung vertrauen, in die die Nadel zeigt. Moment. Ein Kompass ist da auch noch. Die Nadel zeigt. Das ist doch die Nadel vom Kompass dann, oder nicht? Muss so sein. Die nächste Dingskarte. Herzlichen Glückwunsch. Kompasskarte erhalten. Führt angeblich verirrte Reisende zurück auf den rechten Weg. Der wird auf der Ölsee noch garantiert entscheidend sein. Gut, wir haben doch schon einiges hier gefunden. Einige Geheimnisse und ein Rettertod. Das dürfte doch reichen, um dem Captain die Richtung vorzugeben, auch wenn am Ende wir das Rätsel lösen müssen, wahrscheinlich. Wenn es denn ein Rätsel ist, vermutlich ja. Was ist das? Hast du unter Deck etwas Interessantes gefunden? Klar. Kurswechsel hinter dem lachenden Pilz. Wer zuletzt lacht. Oh, was hast du denn... Wo hast du das denn gefunden? Danach habe ich schon Ewigkeiten gesucht. Eine Seite aus dem Logbuch des legendären Kapitäns und die war die ganze Zeit auf dem Schiff hier? Ja, das war gar nicht so schwer versteckt. Vielleicht musst du mal etwas zum Augenarzt gehen. Wer ist denn dieser legendäre Kapitän? Klingt ja beeindruckend. Der legendäre Kapitän ist der tollste Kapitän, den es jemals gab. Jeder Seefahrer blickt zu ihm auf. Er ist der Einzige, der es je zur Schatzinsel geschafft hat. Aber nachdem er die Schatzinsel betreten hatte, hat niemand mehr von ihm gehört. Nur das Schiff hier, sein Schiff, kam zurückgetrieben. Auf dem Schiff befand sich das Logbuch des Kapitäns. Allerdings fehlten 5 Seiten von Tag 1 bis Tag 5, die haben wir alle gefunden. Die den Weg über die Ölsee beschreiben. Also auf jeden Fall ein Rätsel. Und dieses Stück Papier enthält also einen Eintrag über die Reise des legendären Kapitäns? Ganz genau. Wenn du alle 5 fehlenden Seiten hast, finden wir sicher einen Weg über die Ölsee. Und wir sollen ihm die Karten zeigen. Ja, das ist kein Problem. Ich habe schon alle gefunden. Tag 2. Gut gelaunt. 70 Punkte. Mhm. Okay, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Ja, das ist richtig. Habe den Pilz erzürnt und vor Schreck auch noch das Steuerrad verrissen. Was für ein Pilz. Noch eine der fehlenden Seiten. Jetzt sind wir einen Schritt näher an der Überquerung der Ölsee. Tag 4. Münzen haben uns den Weg gezeigt. Wir mussten aber 25 von ihnen sammeln. Und Tag 5. Was für ein Nebel. Wir müssen der Richtung vertrauen, in die die Nadel zeigt. Beim Klabautermann. Jetzt haben wir alle 5 Seiten zusammen. Das heißt, wir können die Ölsee überqueren, richtig? Tja, schon, theoretisch. Doch genau wie einst der legendäre Kapitän werde nun auch ich zur Schatzinsel aufbrechen. Anker lichten und Leinen los. Ruhm und Farbsterne erwarten uns. Selbst wenn wir dabei untergehen. Genau, das ist die richtige Einstellung. So in etwa. Suchen wir nach der Schatzinsel und weiteren Farbsternen. Cool, das hört sich ganz nach einer Schiffsreise an und das kann immer interessant werden. Bereit, in See zu stechen? Klar. Anker lichten. Sehr gut. Jetzt geht's hier zur Sache. Kurs auf die Ölsee setzen. Geht's gar nicht los? Hm? Beim Klabautermann, die Segel sind gesetzt, aber es herrscht Flaute. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als auf einen günstigen Wind zu warten. Ist es sein Ernst? Aber wie... Moment. Vielleicht mit dem Ventilator, aber wir müssen... Kann man den hier nicht irgendwo einsetzen? Da hinten! Das muss was mit dem Ventilator zu tun haben. Alles andere wäre... Weiß ich nicht. Widersinnig. Ich meine, gut. Mit einem Ventilator ein Schiff anzutreiben ist auch widersinnig.
Aber theoretisch müsste das klappen. So, einfärben nicht vergessen und dann hoffe ich mal, dass ich hier nicht Blödsinn gemacht habe. Aber das sieht doch gut aus, oder? Ja, wir bewegen uns. Perfekt. Wir brauchen Dinge also auch doppelt teilweise. Sehr cool. Ich hatte noch einen dabei zum Glück, sonst hätte ich nochmal wieder zurücklatschen müssen nach Port Prisma. Und Mario chillt erstmal. Was für ein Lied. Was? Gleich kommt doch die beste Stelle. Captain, wir haben ein Problem. Wir haben unter Deck ein Leck und laufen voll Wasser. Verlass das Schiff. Immer mit der Ruhe, Seemann. Wasser schöpfen und Leck verstopfen und zwar schnell. Ei, ei, Captain. Eimer, hat jemand einen Eimer? Fabian? Könnt ihr unter Deck einmal nachsehen und dafür sorgen, dass wir nicht untergehen? Ja, der Captain macht wie immer nichts und das wäre jetzt richtig scheiße. Noch vor der Irrsee unterzugehen. Ich meine, wir brauchen Farbsterne. Hallo? Oi. Den Großteil des Wassers konnte ich hinausschöpfen, also ist alles wieder in Ordnung. Allerdings ist mit dem Wasser eine Karte hereingetrieben. Unverhofft kommt oft. Oh, eine Hammerkarte. Ja, besser als nichts. Schau doch mal wieder vorbei, vielleicht finde ich noch mehr. Aber jetzt sagt dem Captain erstmal, dass alles wieder in Butter ist und ich mit meiner Gehaltserhöhung verdient habe. Okay, wir mussten nichts machen. Eine Gehaltserhöhung. Sollen wir die jetzt durchsetzen oder was? Schwierig. Nun gut, alles wieder in Butter. Ich kann an deinem Gesicht schon erkennen, dass die Krise überwunden ist und jemand eine Gehaltserhöhung will. Dieses Schiff gehört einst dem legendären Kapitän und manchmal zeigt er sein Alter. Zeigt es dein Alter. Also segeln wir einfach weiter. Wir erreichen bald die Irrsee. Da müssen wir auf der Hut sein. Okay, schon geht's weiter in Richtung Irrsee. Und das kann irrsinnig werden. Und ich wette, wir brauchen jetzt noch die Tagebucheinträge, Logbucheinträge. Alles andere würde mich doch wundern. Wir haben es geschafft. Die Irrsee liegt vor uns. Es wird Zeit, dir das Schiff zu erklären. Wir fangen mit den Kanonen an. Ein Treffer reicht aus, um Felsen zu zerschmettern. Stell dich neben eine Kanone und zieh, um sie abzufeuern. Probier's einfach mal aus. Okay. Hey, Jemini, auf jeden Fall eine Timing-Sache. Du kannst auch die Kanone auf der anderen Seite einsetzen. Teste sie doch mal aus. Okay, das dauert ungefähr 2 Sekunden. Bis der abfeuert, automatisch, wenn ich A gedrückt habe. Wir nennen uns der Irrsee. Die Logbuchseiten werden uns gewiss helfen, den Weg zu finden. Wenn du die Richtung wechselst oder zum Hafen zurückkehren willst, sprich mit dem Steuermann. Sprich mit dem Steuermann, um zur Irrsee zu segeln. Gut. Der erste Eintrag war ja irgendwas mit einer lachenden... irgendwas. Los, Toads, das Abenteuer beginnt! Und dann müssen wir irgendwie abdriften. Oder so. Oder aber wir können die Pilzköpfe vielleicht ja auch einfach mit einer Kanonenkugel zerdeppern. Das war schon mal kein Treffer. Sehr schlecht. Also es muss irgendwas mit einer grinsenden Kugel zu tun haben. Mit einer grinsenden Pilzkugel irgendwas. Und dann müssen wir einlenken.
Irgendwie so muss es sein. Aber ist sicher keine grinsende Statue. Komisch. Hallo, grinst dir niemand? Müssen wir nicht auch irgendwann noch so einen Pilz erzürnen? Moment. Wie können wir denn die Richtung wechseln? Müssen wir mit dir dafür reden? Hier ist die grinsende... Links? Hard Backboard! Ja, müssen wir jetzt links oder rechts? Vermutlich links, oder? Weil der Pilz ja auf der linken Seite war. Ist es richtig? Anscheinend schon, dem Geräusch zufolge. Und was ist hier? 70 Punkte, stimmt. 70 Punkte. Wir müssen 70 Punkte erschießen. Mit der Kanone bestimmt, oder? Oh nö. Das kann ich nicht. Hier waren wir noch nicht. Was ragt da über für ein rundes Ding aus dem Wasser? Oh verdammt. Das kann heiter werden. Und was ist, wenn wir jetzt das nicht schaffen? Wir lauten die Befehle. Volle Kraft voraus. Los, Toads, das Abenteuer beginnt. Okay, wir müssen 70 Punkte irgendwie bekommen. War schon mal ein knapper Treffer. Und hier geht's direkt mal weiter. Oh, schlecht. Hua! Immerhin, das war ein Treffer. 10 Schub-Schub-Punkte. Besser als nichts. Ach, Herr Jemini, ey. Oh, da hinten! Scheiße! Das ist das... Das war ja gemein! Wie soll ich das denn sehen? Auch kein Treffer. Was ist das? Einfach so... Ja, wie soll ich das denn voraussehen? Dass da jetzt so ein Blubber ist. Das ist ja richtig gemein hier. Das kann ich nicht. Habe ich doch gleich gesagt, dass es nicht geht. Oh. Das ist doch alles... Ja. Das, das war jetzt doof. Ja, X, das heißt dann wohl alles von vorne bestimmt, oder? 35 Punkte, die Hälfte. 4 minus, ja super. Felsen voraus, abdrehen! Und der Nebel wird dichter. Der Nebel wird spürbar dichter. Was für ein Nebel ist das denn? Kämpfen müssen wir auch noch? Gegen einen so einen dusseligen... Aquarell-Guy? Okay. Oh. Nicht ganz eingefärbt, aber egal. Für dich reicht das. Tschüss. Oh Mann, ey. Jetzt ist die Frage, wo starten wir wieder? Ganz von vorne? Oh, nochmal das Ganze. Waren wir hier nicht schon? Das kann man so sagen. Nicht entmutigen lassen. Immer, ja, weiter. Ich brauche dringend einen Ratgeber über motivierende Ansprachen. Vielleicht kannst du versuchen, dir zu merken, wann die Zielscheiben auftauchen. Das muss man auch. Beim ersten Mal ist es ja unmöglich, das zu schaffen eigentlich. Okay. Habe ich es mir gemerkt überhaupt? Nee, oder? Nicht so wirklich. Die meisten erschienen unten noch. So. Die ersten 5 Punkte haben wir. Die nächsten. Rüber. Ja, das läuft bisher halbwegs besser. Das war, glaube ich, gar nichts, aber egal. Die nächste war oben, stimmt. So.
Und bitte? Kein Treffer. Scheiße. Das war's. Ich hab's vergeigt. Die 20 Punkte wären wichtig gewesen. Die wären ganz wichtig gewesen und ich hab's echt vergeigt. Immerhin hier nochmal 10. Daneben. Ja, das war's, glaube ich. Oh Mann! Wie dumm! Bitte lass es irgendwie reichen. Nein, natürlich nicht. 65 Punkte. 5 Punkte haben gefehlt. Ich glaube das nicht. Oh nö. Ja, ich will nicht. Kann ich das irgendwie abbrechen, bitte? Ich will das nicht nochmal sehen. Och Mann. Ah, wieder kämpfen bestimmt, ne? 5 verdammte Punkte. Oh, dumm. Abhauen. Nicht. Alter. Was für ein Lappen ist das denn? So, egal. Ich will abhauen. Ich will das nicht nochmal hier mit euch kämpfen. Diese 3 Erfahrungspunkte spare ich mir. Oh, nochmal das Ganze. Ich will nicht. Okay. Volle Kraft voraus. Ach, 5 dumme Punkte haben gefehlt, ey. 5. Es waren nur 5 Punkte. Okay, weiter. Nicht entmutigen lassen. Irgendwann klappt das schon. Das war schon mal ganz schlecht hier. So, und schwupps. Moment, oben war noch mal was, glaube ich, genau. Jetzt unten. Dann wieder oben. Oh nein! Oh, ich hab's genau gewusst, dass da was kommt und ich hab's vergeigt schon wieder. Ach, scheiße, wir können es nicht mehr schaffen, leider. Ich hab den Punkt schon wieder verpasst. Ich glaube, das wird ein sehr langer Part werden. Wir können es nicht mehr schaffen, vor allen Dingen, dass er das Ding wieder vergeigt. Kann ich das irgendwie abbrechen? Mit Plus oder so? Nee, ich glaube nicht. Ganz, ganz bittere Pille ist das. 65 Punkte, schon wieder. Weiter, ich will weiter. Nein. Ich will das nicht schon wieder sehen. Ich weine gleich. Vor lauter Wut. Wieder der Scheißkampf. Diesmal sind es 3. Aber ich will nicht. Lass mich bitte gehen. Ach ja. So, jetzt geht's wieder weiter. Versuch mal, irgendwas zu schaffen. Volle Kraft voraus. Und dann gucken wir mal, was passiert. Moment, 10 Punkte? Waren da vorher auch schon 10? Sind hier alles 10 Punkte, weil ich zu schlecht war bis jetzt, oder was? Na, wie lustig ist das denn? Die helfen mir jetzt sogar. Ein Armutszeugnis, also. Das ist ja echt ein Armutszeugnis eigentlich. Aber ich war einfach zu schlecht. Hab die 20 Punkte verfehlt.
War zweimal bei 65 Punkten. Und das ist einfach zu wenig. 5 Punkte haben da jeweils gefehlt. Ja, diesmal wird's aber eine ganz einfache Kiste. Eigentlich ist es ja doof, dass sie mir jetzt helfen, weil, ganz ehrlich, die Herausforderung wäre es ja gewesen, das trotzdem zu schaffen. Mit den regulären Punkten. Aber okay. Und vor allen Dingen, wer hätte hier auf der Irrsee dann aufgestellt? Das ist ja auch ein Mysterium. Oh, daneben. So, aber das mal, diesmal hat es doch wohl gereicht, oder? Eindeutig muss es gereicht haben. So. Und wir haben nochmal 3 von den Rätseln. Jetzt kommt doch das mit den erzürnten Tod, wo wir abbiegen müssen. Irgendwie so. 110 Punkte. Das ist genug. Die Felsen verschieben sich. Und wir können weiter. Holdrieu. Gut, was jetzt? Ist irgendwo ein grimmiger Toad? Noch mehr putzige Toadinselchen. Sieht so aus, als würden wir angefangen haben, als wo wir angefangen haben. Was ist irgendwie doch anders? Tja, das stimmt wohl. Volle Kraft voraus, würde ich mal sagen. Anker lichten. Und dann gucken wir mal, ob wir die vielleicht irgendwie erzürnen können. Vielleicht mit meinen Kanonen-Skills. Die sind ja sowieso erstaunlich gut. Grimmig müssen die sein. Moment, habt ihr das gesehen? Die Augen? Die Augen von traurig? Ist es traurig oder grimmig schon? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht einordnen. Jedenfalls mit den Augen passiert was, wenn wir die treffen. Das sieht man. Daneben. Oh Mann, ich sehe schon, das wird eine lange Tortur werden. Ich blick's, glaube ich, auch nicht. Welche von denen ist denn wütend? Die sehen alle mehr traurig aus. Die! Die ist es. Rechts rum. Hart Steuerbord. Die war nicht traurig. Also die war definitiv verärgert. Konnte man eindeutig sehen. Das heißt, hier müssen wir rechts rum. Das muss richtig sein. So ist es. Es kommt irgendwas mit 25 Münzen. Das war sie auch noch. Hey, Jemini. Mit der Kanone wieder schießen? Bitte nicht. Ein weiteres unerforschtes Gebiet. Ist das eine Münze? Ich will sie haben. Es sind mehrere Münzen. Wie lautet die Befehle? Volle Kraft voraus lauten die Befehle. Los, Toads, das Abenteuer beginnt mal wieder. Ich muss sagen, die Irrsee macht schon Spaß in jedem Fall. Man kann aber auch sehr leicht irrsinnig werden dabei. So, 25 Münzen mit der Kanone. Ich will's nicht. Ich kann's nicht. Aber ich muss. Die erste Münze haben wir schon. Okay. Scheint in jedem Fall möglich, aber möglich ist alles, nur habe ich den Skill eben halt dafür nicht. Das war wieder schlecht zum Beispiel. Oh, den Powerblock mussten wir jetzt treffen wahrscheinlich, ne? Powerblock? Nein. Oh, ich sehe schon kommen. 25 Münzen brauchen wir nicht, wa? Das wird ein Fiasko werden. Das Timing habe ich auch überhaupt nicht drauf, vor allen Dingen. Nee,
Entweder bin ich immer zu früh oder zu spät. Der war gut. Mann, ich will Münzen haben. 19 Münzen. Es ist wieder zu wenig. Das heißt, von vorne. Uns fehlen noch 6 Münzen. Also, ich werde einfach kein Freund mehr. Mit, ja, mit dem ganzen Zeug. Oh Mann, ein Sprung. Kanonenkugeln, die können mir sonst wohin gehen. Ganz ehrlich, ey. Ich will das nicht. Und kann das nicht. Ah, Mensch. So, nochmal das Ganze. Schon wieder. Wir lassen uns trotzdem nicht unterkriegen. Berücksichtigen wir die Geschwindigkeit, die Kanonenkugeln beim Schießen. Ja, das ist ja alles theoretisch ganz einfach, nicht wahr? So, nochmal volle Kraft voraus. Das Abenteuer beginnt. Und ihr dürft euch freuen über einen sehr langen Part. Weil ich will das alles in diesem Part schaffen. So. Mit den Blöcken ist es immer einfach, sich zu orientieren, relativ. Das war zu früh jetzt, ne? Ja. So. Die haben wir. Jetzt die nächsten. Bei den wenigen Münzen klappt es immer, bei den schwereren nicht. Oh, knapp. Knappe Kiste. So. Wir sammeln nicht genug, wir sammeln nicht genug. Wir müssen aber genug sammeln tun. Wie viel haben wir jetzt überhaupt? Ein paar haben wir schon. Aber das reicht noch nicht aus. Zu weit, links, rechts, wie auch immer. So, jetzt hätten wir. Und? Nein! 23 Münzen, ich glaub das nicht. Es ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht sein Ernst. 23 Münzen. An 2 behämmerten Münzen hat's wieder gelegen hier. Ich glaub das nicht mehr. Flucht. Ich will fliehen, ich will hier nicht mehr sein. Ja. Ah, lass mich doch einfach los, ey. Ich will hier weg. Ich will auf dem Schiff nicht mehr sein. Das Kapitel habe ich gesagt, das ist gut, aber es ist nicht gut. Es macht mir keinen Spaß mehr. Ich will nicht mehr. So, jetzt will ich zum dritten Mal fliehen. Vielleicht klappt es ja irgendwann. Beim vierten Mal. Vielleicht gehe ich auch K.O., kann ja auch sein. Man weiß es ja nicht. So, arrivederci. Wie kann ich 25 Münzen bekommen? Ich muss eigentlich einen Powerblock treffen. Sonst habe ich keine Chance. Wenn die mal alle leise sein würden, ne? Das wäre ja schon einiges, würde einiges erleichtern. Und die Kämpfe zwischendurch nerven auch. Bringen einen wieder raus. Das ist irgendwie, naja. Ist halt irgendwie nicht so meins. Diese doofen Kanonen. Die ersten kriege ich immer. Und dann wird's immer. Dann wird's immer zu schlecht. Nein, jetzt kriege ich selbst die nicht mehr. Jetzt kriege ich selbst die nicht mehr. Jetzt nur diesen dummen Powerblock treffen. Es muss doch möglich sein. Nein, überhaupt nicht. Alles andere als das. Oh. Es ist wirklich furchtbar.
Wenn nicht irgendein Wunder passiert, werde ich hier noch Stunden festhängen. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Mit dem Timing. Das kann nicht wahr sein. Das war's. Ja, das war's. 13. Puh. Und danach kommt noch ein Rätsel, darf man nicht vergessen. Mal kurz gucken. Oh Gott, ich nehme jetzt schon fast 40 Minuten auf. Alter, das wird heftig werden. Ich muss gleich einen Schnitt machen, weil es geht ja gar nicht, sonst wird das hier ein 70-Minuten-Part. Und das kann ich ja nicht hochladen, so. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal versuchen wir es wieder. Ich muss auch einmal versuchen zu fliehen. Wenn das klappt, wäre ich schon höchst verbunden. So. Geht doch. Liebe Freunde, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich wollte es durchziehen heute hier, aber das wird nichts. Schon wieder das Ganze. Wir lassen uns trotzdem nicht verwirren und verirren. Berücksichtigen wir das Geschwindigkeit und ich will nicht mehr mit dir reden. Du laberst eh das Gleiche. Liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.